So, ich möchte euch zunächst eine kleine Einführung geben zum Thema Online-Shop mit WordPress erstellen. Worauf sollte man achten? Es gibt zunächst verschiedene Möglichkeiten, wie ihr mit WordPress einen Online-Shop erstellen könnt. Von Haus aus ist nichts integriert, das heißt, ihr müsst auf jeden Fall mit einem Zusatzprogramm arbeiten. Ich werde in den nächsten Videos das kostenlose Plugin WooCommerce vorstellen. Damit kann man sich wirklich schon sehr gut einen Online-Shop gestalten, bauen. Es gibt natürlich andere kostenpflichtige Plugins, die teilweise umfangreicher sind. Es gibt aber auch zu WooCommerce selber noch kostenpflichtige Plugins, die dann noch besondere Regelungen enthalten. Einfach ja, Zusatzprogramme, wenn man einen sehr großen, umfangreichen Online-Shop bauen möchte. Aber ich sage jetzt mal, für so einen kleineren Online-Shop ist das WooCommerce-Plugin in seiner Standardfassung vollkommen ausreichend. Ihr solltet lediglich darauf achten, dass ihr vielleicht gleich ein Theme verwendet, das mit WooCommerce kompatibel ist. Diese Themes findet man meistens auch unter dem Begriff E-Commerce. Wenn ihr das zum Beispiel mal eingebt bei Google, einfach eingeben WordPress, E-Commerce. Und auch ich verwende jetzt in diesem Video ein Theme von den Elegant Themes, das E-Commerce Ready ist, also auch für WooCommerce speziell ausgelegt ist. Das hat den Vorteil, dass wenn ihr mit WooCommerce arbeitet, dann müsst ihr ja spezielle Vorlagen haben, zum Beispiel für ein Produkt. Ihr seht das jetzt hier direkt auf ja, dieser Seite. Ich habe eine kleine Shop-Unterseite angelegt auf der Sandra Messer-Seite. Die ist nicht aktiv, da kann man nicht wirklich kaufen. Das ist also nur ein Demo-Shop für dieses Video. Und ja, da seht ihr jetzt zum Beispiel schon so ein Produkt-Template, das in diesem Theme integriert ist, das ich hier verwende. So sieht also ein Produkt aus. Wir haben hier ein Bild, wir haben hier eine Produktbeschreibung. Es können hier Bewertungen vergeben werden von Käufern, auch mit Sternchen können die angezeigt werden. Und hier natürlich der Preis und die Artikelnummer und das Ganze kann dann einfach per Klick in den Warenkorb verfrachtet werden. Auch so eine Shop-Übersichtsseite. Wenn ich hier mal auf Shop klicke, dann seht ihr meine Übersichtsseite. Hier sind jetzt also vier Produkte drinnen. Das ist alles ziemlich schlank, weil ich es natürlich rundherum noch nicht gestaltet habe. Ich habe nur mal vier Produkte hinzugefügt. Wir haben hier aber schon so eine kleine Suchleiste und ja, dann hier eben die verschiedenen Produkte, auf die ich dann eben draufklicke und dann in die Produktvorschau komme. Das alles bringt also dieses Template, das ich hier verwende, mit. Das ist das sogenannte Divi-Template, ein sehr schönes Template, das ich auch getrennt mal in einem Video vorstelle. Also da geht es dann auch um die Bedienung speziell von diesem Theme. Es ist sehr schön, weil wir einen Page Builder dabei haben. Das heißt, ihr könnt dieses Theme wirklich nach euren Vorstellungen gestalten und das Ganze ist sehr einfach gehalten. Ich bin jetzt hier bei den Elegant Themes, um euch einfach nur Beispiele zu zeigen. Das müsst ihr jetzt nicht kaufen, nur damit ihr seht, wo ich das her habe. Ich bin auf den Elegant Themes und dann gibt es hier eben diese Rubrik E-Commerce. Da haben die jetzt sechs Themes drin und das bedeutet eben, dass diese sechs Themes auch WooCommerce ready sind. Das heißt, ihr könnt dann wirklich alle diese Themes haben, Produktvorlagen, Produkttemplates, ja, Shop-Templates, Übersichtsseiten. Also die sind wirklich darauf ausgelegt, dass ihr was verkauft. Und eine Empfehlung von mir ist zum Beispiel auch, dass ihr euch den Shop auf einer extra Domain installiert. Das hat den Vorteil, wenn ihr jetzt schon eine Webseite habt und ihr möchtet da einfach nur einen Menüpunkt Shop haben, das könnt ihr ja machen bei eurer Webseite. Ihr wisst ja, im Menü könnt ihr auch einen einfachen Link setzen. Das heißt, ihr geht in euer Menü, vergebt den Begriff Shop und verlinkt das Ganze auf eure Shop-Domain rüber. Und den Shop, den könnt ihr zum Beispiel auf einer Subdomain machen. Jeder, der eine Domain hat, kann auch ganz leicht bei seinem Hoster eine Subdomain kostenlos anlegen. Die könnt ihr dann zum Beispiel nennen shop.eurodomain.de.
Ja, das ist ein gängiges Mittel und der Vorteil ist eben, ihr habt das Ganze getrennt. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel auf eurer Shop-Domain ein anderes Theme verwenden, wie ihr auf eurem Standardblog oder auf eurer Standardwebseite verwendet. Und auch wenn ihr mal euren Shop überarbeitet, dann beeinflusst das Ganze nicht eure Webseite, ja. Auch vom Speicherplatz her ist es oft mal sinnvoller, man trennt das Ganze. Ich würde die Empfehlung rausgeben, macht den Shop auf einer Subdomain, da macht ihr eine komplett neue WordPress-Installation drauf und spielt dann dort das E-Commerce-Theme hoch, mit dem ihr arbeiten möchtet und dann könnt ihr loslegen und die folgenden Videos einfach nachmachen. Ich möchte euch noch eine Seite zeigen. Also hier sind wir bei den Elegant-Themes. Ihr wisst ja, ich selber arbeite sehr gern mit denen. Es gibt auch noch Theme Forest, da gibt es unendlich viele Themes und so sieht also die Startseite aus von Theme Forest und wenn ihr hier zum Beispiel auf WordPress geht, die bieten also noch für andere CMS viele Templates an, ihr müsst also hier auf WordPress gehen und dann gibt es hier ganz unten E-Commerce und wenn ihr da mal draufklickt, dann kriegen wir so eine Übersicht und da seht ihr auch schon immer teilweise in der Beschreibung, hier haben wir es jetzt in der Beschreibung, Compatible with WooCommerce. Also das muss dann wirklich drinstehen bei eurem E-Commerce-Theme. Also nicht nur E-Commerce, sondern es soll auch wirklich irgendwo draufstehen, dass es eben kompatibel ist mit WooCommerce, dem Plugin, das ich jetzt vorstellen werde. Ihr seht hier, einige Themes haben es auch schon direkt in der Überschrift mit drinnen. Hier WooCommerce, Premium-Theme. Das heißt also, die arbeiten garantiert mit WooCommerce und ihr müsst dann keine Template-Anpassungen machen. Ne? Ihr schaut euch die Templates an. Wir haben hier immer irgendwelche Vorschau dabei, wo ihr dann auch seht, wie die Produkte in dem jeweiligen Template angeboten werden. Also ich gehe jetzt einfach hier mal, ich kenne das Theme nicht, ich gehe jetzt einfach mal auf die Live-Preview und so macht ihr das auch. Ihr schaut euch also die Themes durch. Ja, und das hier ist also auch ein E-Commerce-Theme, das einfach auf Verkauf ausgelegt ist. Jetzt muss ich gucken, wie ich hier weiter runterkomme. So, und da seht ihr schon, wie die Produkte hier angeboten werden. Ne? Und so sieht das dann eben nachher auch bei euch aus. Also, ohne Anpassung, nehmt euch ein E-Commerce-Theme, das eben mit WooCommerce funktioniert. Dann tut ihr euch viel leichter. Ihr müsst dann keine CSS-Anpassungen machen oder vielleicht sogar mit den PHP-Dateien. Da habt ihr gar nichts mit zu tun. Also nehmt euch bitte ein Theme, das WooCommerce ready ist. So, das wirklich zur Einführung. Wir wollen dann jetzt auch anfangen. Also nur die wichtigsten Punkte. Sucht euch ein Theme und installiert den Shop vielleicht auf einer Subdomain. Das müsst ihr natürlich nicht, nur eine Empfehlung von mir. So, dann im nächsten Video installieren wir uns das Plugin zunächst.